Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es mit der Limo. Wir machen so langsam Fortschritte. Es macht noch Spaß. Wir sind motiviert und versuchen heute mal ein bisschen was zu schaffen, würde ich sagen. Meinst du auch später keinen Spaß mehr? Ja, es gibt auch so manche Sachen, gibt es wirklich, die, also viele von euch werden denken, es macht keinen Spaß, weil wir wegen dieser dämlichen Wette jetzt nur was machen, ist nicht ganz korrekt. So, also wir hatten eh Januar, Februar, März vor, das Auto fertig zu machen. November, Dezember ging einfach nicht, Essen, Motorshow und so weiter. Und ich sag immer, unter Druck entstehen Diamanten. Ist so. Ja, ist ja auch in Ordnung. Und man braucht, weißt du, weil wenn man die Wahl hat zwischen, man baut Limo, man baut Golf, man baut Obergolf, man baut Supra, man baut Lambo, man kümmert sich um sein Kind, man kümmert sich um die Frau, geht ein trinken, geht was essen und fährt in Urlaub. Das sind halt schon viele Sachen, die man machen kann. Ja. Aber so macht es halt, weil die Sachen, die wir jetzt ja machen, sind ja definitiv die Sachen, die Spaß machen. Wird noch so ein paar Sachen geben, die nicht so Spaß machen. Aber die Sachen machen Spaß. Und es sieht, glaube ich, auch in den Videos immer langwieriger aus, als es eigentlich ist. Weil ihr habt euch gewünscht, dass ihr lieber die volle Breitseite davon kriegt und nicht einfach, wir fangen an und es ist fertig. Ja, deswegen. Okay, was machen wir heute? Ich würde gerne den Motor wieder rausnehmen, weil ich noch mit Thema Motorhalter, Motorlager und Achse was vorhabe. Dafür muss er logischerweise noch einmal raus. Das können wir aber noch nicht, weil eine letzte Sache müssen wir noch am Fahrzeug machen. Und das ist die Ansaugung. Wir haben jetzt ja schon den Ladeluftkühler fertig. Ist auch echt, muss ich wirklich sagen, geil geworden. Weil selbst du standest ja davor und hast gesagt, boah. Ja, aber lieber die Seite. Die Seite. Ja, guckt euch die Seite an hier. Guckt euch das an, Alter. Turbo, Technik, Wotzni. Schweißtechnik, Wotzni. Klingt noch besser. Schweißtechnik, Wotzni. Hat hier wieder einen rausgewählt. Nee, also ich muss wirklich sagen, auch der eine oder andere hat geschrieben oder hat mir nochmal eine E-Mail geschrieben, dass es strömungsmäßig nicht optimal wäre. Ich sage, bei 4 Bar da drin ist alles wirklich vollkommen egal. Gerade auch auf der Seite vom Netz, wo wir eh einen Druckverlust haben. Also wir gehen ja, sagen wir mal, mit 4 Bar rein und mit 3,5 Bar raus. Das heißt, hier verteilt es sich eh, ich sage, vollkommen automatisch. Aber für unsere Mittel, natürlich, haben einige recht, das Auto wäre würdig, den Motorraum zu scannen und einen riesen Aluklotz rauszuholen und hier einen richtig geilen Billet-Sammler zu erstellen. Hat Wagner auch tatsächlich angeboten. Da sind wir dann aber wieder bei dem Punkt, wo ich dann auch einigen recht geben muss, dann wird das Auto wirklich nie fertig, weil sowas ist halt nicht von heute auf morgen gemacht. Und ihr seht ja, wir können so lange nicht weiterarbeiten, weil dieses Teil muss erst fertig sein, damit man dann den Rest baut. So, das heißt, hätten wir jetzt angefangen, hätten das gescannt, hätten dieses Teil gefräst, wir hätten es ja auch maximal bis hier bauen können, in einem Teil wäre auch nicht gut gewesen. Natürlich hätte man das, was ihr hier alles seht, aus dem Vollen fräsen können. Also jetzt übertrieben gesagt, man hätte diese ganzen Kanten als Radius miteinander verbunden. Kann man auch immer noch machen, aber für uns ist erstmal wichtiger, dass das Ganze erstmal läuft. Weil das Problem ist, was auch einige genauso geschrieben haben, warum kein Frontladeluftkühler? Frontladeluftkühler heißt links, rechts drauf verzichten und eine in der Mitte zu machen. A, müsste sich da die ganze Front zerschneiden, definitiv, weil die sieht zwar groß aus, aber mit dem Ölkühler und so weiter ist da nicht so viel Platz, weil man darf nicht vergessen, diese beiden Kühler zusammen sind ja auch immerhin ungefähr einen 600x300x120 Kühler. Das heißt, das ist so ein Onkolyt hier drin, da schneidest du die halbe Stoßstange weg und dann überleg mal, wie lang diese Rohre werden, weil, das habt ihr vergessen, Frontladeluftkühler hat das große Problem, ich muss ja zweimal rein, zweimal raus. Das heißt, ich habe auf beiden Seiten dann quasi einen Eingang und einen Ausgang und überlegt mal, wie groß dieses ganze Ladeluftsystem wird. Ja. Weil das Problem ist auch, dass, wenn ich richtig aufgepasst habe bei Wagner, der Druckverlust entsteht durch die Länge des Netzes. Je länger das Netz ist, je höher ist der Druckverlust. Ähnlich wie bei Leitungsquerschnitten. So, je länger das Rohr ist, je weniger Druck kommt am Ende an. Und das ist dann so ein langes System, dass ich sage, dieses System funktioniert bei den Autos gerade so gut, weil die Wege so kurz sind. Ne? Weil wenn ihr jetzt seht, wir haben hier unten auch gleich wieder eine Vibrant angeschweißt, dass wir halt von hier aus jetzt direkt auf den Turbolader gehen können. Und wir haben halt wirklich hier Turbolader. Ne? Das heißt, wir reden halben Meter Ladeluftkühler und nochmal einen halben Meter bis zur Ansaugbrücke. Also das ist wirklich wenig. Und ich glaube schon, dass das gut wird. Eigentlich wollte ich auf den Punkt hinaus, hätten wir das Ganze jetzt geil gemacht als gefräst und so weiter. Ach so, da kommt auch immer noch mal ein bisschen das Thema Kosten dazu. Natürlich kriegen wir viel gesponsert, weil es natürlich Werbung ist für die Firmen, dass sie zeigen können, was sie wollen. Werbung war schon immer so, kostet Geld. In dem Fall ist es aber so, das kostet halt so richtig Geld. Weil einige haben auch geschrieben mit Metalldruck. Ich behaupte mal, wenn wir dieses Teil gescannt hätten bei Parare und wir hätten es bei Parare in Alu drucken lassen, reden wir von, vorsichtig gesagt, ich würde sagen 3.000 Euro pro Teil. Ich hätte 5 gesagt.
So. Im Sommer schon so 2,5 kostet. Unabhängig davon, ob ich dieses Teil jetzt umsonst bekomme oder 3.000 Euro dafür zahle, bin ich dann eher so eingestellt. Wir hatten zum Beispiel ähnlicher Vergleich. Ich habe von einem Reifenhersteller mal ein paar Reifen geschenkt bekommen und die sollte ich wirklich direkt auf Ort und Stelle den niegelnagelneuen Satz Reifen für 2.000 Euro kaputt machen. Habe ich dann auch gesagt, ey, das ist doch jetzt Quatsch, hier diese Reifen kaputt zu machen. Das ist es mir dann einfach nicht wert, unabhängig, ob ich da Geld für zahle oder nicht. Und genauso sehe ich das bei diesen Teilen. Natürlich hätten wir das fräsen können, drucken können, was weiß ich. Aber da habe ich viel mehr Projekte, wo ich sage, wo einfach am Ende die Wirkung 10-mal größer ist. Oder umso cooler wäre es, A mit B zu vergleichen. Egal, wir verquatschen uns hier schon wieder. Dieses Teil war so typisch, ich will einfach mit dem Auto vorankommen. Wir haben jetzt einen Abend Zeit, das heißt, wir bauen jetzt einfach diese Kästen. Und das ist auch das, wo wir herkommen. Und genau, unsere ganzen anderen Autos sind ja auch nicht so übertrieben gebaut wie hier an Le Mans alles. Ne? Wenn man sich Oma Golf anguckt, da sind die Kästen selber gebaut. Bei Marius Golf waren die Kästen selber gebaut. Die ganzen Krümmer sind selber gebaut. Weil klar, man kann natürlich auch einen Krümmer konstruieren und alles. Ne? Und dazu kommt, ich persönlich finde es noch nicht mehr hässlich. Wenn das Ganze jetzt noch schön schwarz gepulvert ist, wird das schon geil aussehen. So, egal. Was machen wir heute? Achso, jetzt kommt als letztes noch dazu. Dafür liebe ich halt diese Wagner Ladeluftkühler, weil das ist ein Teil, das hätten wir niemals selber bauen können. Diese geile Carbonluftführung, ne? Wiegt wirklich gar nichts. Ist natürlich auch mit Absicht hauchdünn, damit sie flexibel bleibt, was bei Carbon ja immer schwer ist. Ich weiß noch, ich habe es tatsächlich mal einmal probiert aus Alu zu bauen, habe mir vorgenommen, geil, jetzt bauen wir mal eine Abschottung. Dieses Blech und das Blech geht gerade noch so, wobei die Rundung schon schwer wird. Ne? Das untere Blech geht auch noch, aber das hier ist war am Ende. Ich saß, glaube ich, ein Wochenende dran, habe es im Müll gefeuert, war ganz vergessen. Und die, man hat ja schön die Führung durch das eigentliche Netz. Kann man hier einfach richtig schön ranklemmen. Das drückt sich am Ende so ein bisschen in alle Richtungen. So, und fertig. Naja, also das ist wirklich tatsächlich, die wurden auch von Mal zu Mal mit Absicht flexibler. Jeder, der schon mal eine Stoßstange montiert hat, weiß, wie... Es geht nicht, wenn es nicht flexibel ist. Ja. Weil es wird drücken, die Spaltmaße passen nicht und so weiter. Ne? So, und hier sind ja auch extra die Löcher. Das heißt, die soll am Ende hier verschraubt werden. Ich habe es immer anders gemacht. Ich habe es nicht verschraubt, sondern ich habe jedes Mal einen Ausbau, eine Lage, neues Tape rüber geklebt. Dass es so richtig geil luftdicht war. Ne? Und mich haben die Schrauben einfach genervt, weil ihr wisst ja, wie oft ich den Motor ein- und ausgebaut habe. Deswegen habe ich es wirklich einfach rundum getaped und fertig. So, ne? Aber wenn ihr jetzt hier so reinguckt, das ist von der Amtsströmung her, ist ja schon geil. Gefällt mir. Ich bin wirklich happy. Auch so generell wieder so. Ich finde das auch optisch immer geil mit den Führungen. Ne? Ja. Ja, ist halt die halbe Miete, ne? Mhm. Weil, guck mal, jetzt haben wir da auch noch an den Wasserkühler, sind die Führung das auch dran. Dann hat Wagner ja, weil es eine Zeit lang die originalen Erstführungskühler nicht mehr gab, haben wir ja an Marius Limo diesen Kühler gebaut. Guck mal, hier, das Auto steht schon so lange, ist schon Staub drauf. Ölkühler sitzt original in der Position auch, ist jetzt aber, ich glaube, fast doppelt so groß. Also ist tiefer. Und hat mehr rein. Stimmt, erst vier sitzt auch da unten. Genau, erst vier sitzt auch da unten. Der wird einfach unter den Wasserkühler gegangen. Drunter, ne? Und hat auch gleich Luftleitbleche in die Stoßstange, total geil. Also dieses Fenster ist komplett umschlossen vor dem vorderen Teil. Mit den anderen Luftführungen ist der hintere Teil auch noch umschlossen. Wofür war das hier? Hier sitzt original einmal noch stimmt, Servo. Die Servoleitung, ne? Und hier kommt ja eigentlich ein Lüfter vor. Stimmt, ja. Der Lüfter heißt ja sogar im Edgar Drucklüfter. Echt? Weil er davor sitzt und drückt halt. Das hier ist übrigens meine Gardinenstange für zu Hause. Die müssen wir auch noch schweißen. So, so sieht das schon geil aus. Jetzt meine Überlegung. Jetzt könnt ihr hinten reingucken und seht da eine Turbolader. So, ich habe ja damals die Laderposition mit Absicht so gebaut, dass man gerade auf den Verdichter draufkommt. Das ist auch wirklich wichtig, weil, hat mir TTE damals mal gut erklärt, angenommen, das hier ist unser Eintritt von dem Verdichter. Jeder, der sich jetzt vorstellt, ihr müsst um diese Kurve laufen, wir tun jetzt mal so, als wenn wir in die Luft sind, natürlich trifft man niemals mit der ganzen Masche, also angenommen, die ganze Schulklasse würde durch diesen Rohrbogen laufen, würde ja niemals die ganze Schulklasse sich vernünftig verteilen auf den Verdichter kommen, sondern man befeuert nur 70% von dem Verdichter und ein Verdichter lebt ja von seiner Oberfläche, von der Fläche in Gesamtheit plus die Drehzahl, macht halt einfach das, was es an Volumen schaufelt. Und wenn du natürlich nur 70, 80, 90% von dem eigentlichen Verdichter nutzt, ist das A, tierisch schlecht für die Lagerung, weil die Welle die ganze Zeit in eine Richtung gedrückt wird und der Lader schafft einfach gar nicht die Luftmasse. Und ich bin der Meinung, meine Autos haben auch immer im Verhältnis zur Turboladergröße viel Leistung gemacht
Und ich glaube, das lag wirklich daran, dass ich einer der wenigen war, der von vornherein immer das so gebaut hat, weil es halt echt bescheiden geht, dass man so die letzten 20, 30 Zentimeter einfach gerade auf den Turbolader kommt. Beispiel war, ich habe mit den TTE-Jungs gequatscht gehabt, bevor wir mit Oma Golf das Event gefahren sind. Wir wollten eigentlich noch auf den Prüfstand. Was ist besser? 90-Grad-Bogen vom Turbolader mit einer schönen Ansaugung nach vorne oder einfach nur einen offenen Trichtermotorraum, wo jeder denken würde, offener Trichtermotorraum eigentlich schlecht. Aber die haben gesagt, nee, dieser 90-Grad-Bogen vor dem Lader wird die Strömung so viel schlechter machen, dann einfach nur einen geraden Trichter drauf hätte. Na gut, weil der ja wahrscheinlich erstmal hier innen drin gegen die Wand prallt, ne? Und nicht so schön um die Kurve geht. Ja, ja, außen, die geht halt außen an der Wand lang, genau. Ne? Also klar, die Masse der Luft ist jetzt ja eigentlich nicht da, vom Gewicht her, aber trotzdem, es muss da durch. Ja. Das heißt, es wird eher außen als innen. Deswegen sind ja auch die Silikonschläuche noch schlimmer. Ein Silikonschlauch ist ja noch viel, viel spitzer vom Winkel her, da geht es noch mehr außen. So, egal, wieder lange Rede. Wir wollen von dieser Ansaugung, original müssten wir jetzt mit der Ansaugung hier hoch in das Y-Rohr, zusammengeführt durch den Luftmassenmesser ins Luftfilterkasten. In dem Fall machen wir uns das Leben einfach. Habe ich auch richtig Bock drauf. Das heißt, diese Ansaugung wird jetzt von da hinten einfach nur bis hier gehen. So richtig geht der erste Teil, ne? Ja, geht der erste Teil, wäre so in die Stoßstange. Ja, aber schon so ähnlich. In die Stoßstange geht aber nicht, weil hier ist alles voll mit Wasserkühler. Also der Wasserkühler kommt genau hier runter. Das heißt, wir haben witzigerweise nur genau die Ecke unter dem Träger, wo auch kein Schlossträger ist. Das heißt, wir können nur genau hier so durch. So, jetzt müssen wir uns noch eine Sache überlegen. Wollen wir den Trichter so hier gerade reinstellen? Von der Strömung her wäre natürlich so besser, wie es reinströmt. Ja. Jetzt ist allerdings das Problem, wir wollen natürlich auch ein bisschen Luft am Ladeluftkühler haben. Muss man einfach dazu sagen. Ne? Also ich glaube, ich finde bündig mit dem Kasten am Geiz. Ja, ich würde jetzt auch erstmal bündig anfangen, weil wir können es immer noch dann rausdrehen. Mhm. Ist auf der Seite jetzt ein bisschen einfacher. Hier könnten wir jetzt einfach, also das wird hier, das sieht man ja so schon, das wird eine richtig schnelle Nummer. Ich würde vorschlagen, wir müssen das Ganze ja auch trennen. Ich würde vorschlagen, wir machen uns das einfach. Wir machen hier ein Loch rein, stecken das durch, stecken dahinter den ersten Silli. Dann ist das Ganze nämlich auch da drin geklemmt, ohne dass wir es verkleben müssen. Ein Rohr bis hier sehe ich als ein bisschen riskant, um es später in Betrieb zu montieren. Das heißt, hier zwischen müssen wir irgendwo noch einen zweiten Silikonschlauch. Da brauchen wir keine Vibrant, weil ist ja kein Druck drauf. Ja, Thema Vibrant, das haben ein paar nicht verstanden. Macht aber auch nichts. Die haben einen tierischen Ausgleich. Ganz viele haben kommentiert, das wird doch reißen, das geht doch nicht, der Motor bewegt sich. Erstmal abwarten, wie wir die Motorlager bauen. Danach werdet ihr sehen, da bewegt sich eh nicht mehr so viel. Sollte sich aber doch mal irgendwas bewegen, um das hier mal kurz zu zeigen. Jetzt sieht man es schön. So, ne? Guck, und das kann ja trotzdem sogar noch hier. Also, ne? Also ich behaupte, ja, nee, da wird nichts reißen. Also, das und so stumpf erklärt mal bei Paul. Der fährt 5 Bar mit ja, aber den Dingern und das Ding wird sich auch die, nicht starten. Ja, aber die sind halt auch Profis da drin, den Motor dann richtig festzuschrauben. Ne? Also das Wichtigste ist eher, dass der Motor da erstmal richtig. So, die Seite hier ist ein bisschen schwieriger. Wenn er da reinguckt, ist das Problem, da musst du wirklich ganz genau reingucken, dass hier der eine Zylinder schon kommt. Da wirst du gerade so gerade drauf kommen, ne? Ja, geht. So, irgendwie erinnert mich der Ding hier an eine Thermoskanne. Gab wieder ein kleines Drehteil von Phil, damit das auch richtig schön flutscht da in dem Lader. Früher bin ich sogar nur 70 gefahren. Ne, ganz am Anfang bin ich 63,5 gefahren. Dann beim letzten Step von der Limo sind wir hier auf 70 gegangen. Jetzt wollte ich es größer machen auf 76. So waren auch die Krümmer dafür gebaut. Das geht auch. Ist aber schon wirklich eng. So ist das halt von der Strömung her geil. Brutal. So, jetzt seht ihr aber, ich habe Bauchschmerzen mit 76. 76 ist von der Fläche her zusammen ungefähr wie 100. Also 2x 76 ist wie einmal 100. Und einmal 100 für 1500 PS auf die Länge finde ich nicht so cool. Könnte tatsächlich wieder sein, dass es ein Unterdruck ist. So, ne, weil einmal 100 ist eher so Oma-Golf-Liga. Also da war jetzt gar keine Ansaugung dran. Man müsste es jetzt mit Ansaugung testen. Das heißt, 1200 wird noch wirklich gehen, aber dann weiß ich nicht, dafür, dass wir es jetzt anders machen können. So. Das hatte ich bei 1175, ne? Mit 1300. Ja, 1270. 1270 hatte ich da mit 70 mm, aber halt auch schon mit Unterdruck drin. So, also mit Verlust auf laderseitig. Mhm. Ein Grund, wenn übrigens ihr hier einen Unterdruck habt, ist das auch ein Grund dafür, dass die Temperatur, die aus dem Turbolader rauskommt, Ansauglufttemperatur tierisch hoch ist. Und da hatte ich immer wirklich 220 Grad, also die aus dem Turbolader rauskommt. Ne? Das war Heißluftföhn. Klar, weil wenn du von minus 2
die Luft verdichtest auf 3,2, ist das nochmal schlimmer, als wenn du sie von 0 auf 3,2 verdichtest. Ne? Ja, lange Rede. Jetzt ist die große Frage, was machen wir? Wenn wir hier auf 89 gehen, das ist das nächste Maß, kriegen wir das nicht hin. Wenn, also wir müssten direkt mit dem 89er Bogen am Turbolader loslegen. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, weil wir sonst hier gegenkommen. Wir müssten direkt mit dem Bogen nach unten gehen. Also habe ich TTE gefragt, Jungs, ihr entscheidet eure Turbolader. Was sollen wir machen? Soll ich Variante 1 direkt vom Turbolader 89 runtergehen und dann mit dem schrägen Rohr so nach vorne? Oder sollen wir, soweit wir können, 76 stehen lassen und dann auf 89 gehen? Und da kam ganz klar die Aussage, lass so lange es geht 76 stehen. Wichtig ist, dass es vorm Lader gerade ist und dann sollen wir auf 89 gehen. Gibt es eine Faustformel, wie viel vorm Lader gerade? Nee. Nee. Je länger, je besser. Oh. beim Luftmassenmesser sagt man 10 cm. Beim Luftmassenmesser ist ein ähnliches Beispiel. Packst du einen 90-Grad-Bogen vor ein Luftmassenmesser, wird da gar nichts funktionieren. Im Luftmassenmesser ist übrigens immer ein Gitter drin. Dieses Gitter ist nicht dafür da, dass da irgendwas reinfliegt, sondern das Gitter ist nur dafür da, um die Luft zu beruhigen. So. Und da sagt man so 10 cm davor und dahinter sollte es gerade sein. Deswegen. Also, wir machen es dann so, wir machen eine gesunde Mischung aus lang plus dann Bogen. Und ganz wichtig ist auch, wir machen beide Seiten gleich. Wir machen beide Seiten gleich, dass die am Ende cool aussehen. Das heißt, den kürzen wir jetzt passend ein. Ein Glück habe ich noch nicht abgeschnitten. Dann kommt der hier auf 89 drauf. Und dann fangen wir an, mit dem Bogen um die Ecke zu gehen. Weil ich würde dann nämlich gerne den drauf machen, bevor es um die Ecke geht. Also ich würde wirklich, wenn der Bogen schon kommt, dann nach dem Bogen die Querschnittsverjüngung machen. Ja. Als jetzt mit dem Bogen um die Ecke und dann groß werden. Dann würde ich lieber im Radius noch den großen Bogen nutzen. Und ich würde auch vorschlagen, die Seite wird ein bisschen mehr Frickelei. Das heißt, wir fangen mit der Seite an. Und anschließend machen wir Jammer. Ja. Dann müssen wir zwischenzeitlich den Schlossträger wieder vorhängen, um zu gucken, wo wir hier mit dem Rohr raus müssen. Aber in Summe, guck mal, hier ist der Winkel auch weniger. Gehen wir jetzt Richtung. Hier wird es auch ein bisschen schwieriger, weil hier, ja, hier werde ich auch leider die zerschneiden müssen. Hier sitzen original die Klimaleitungen. Hier, geht, stimmt, hier ja. gehen die Klimaleitungen so lang. Und das werden wir definitiv wegnehmen müssen. Wegnehmen müssen, dass wir ganz rankommen. Also das schneiden wir am Ende kreisrund aus, dass der da ganz anliegt. Liebend gerne hätte ich die natürlich hier in gerade ohne das. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie viel wir hier gleich wegschneiden. Vielleicht muss dieses Teil noch mal kurz zum Laminieren irgendwo hingeschickt werden. Da freut sich schon. Das Problem ist, man kann es wirklich schwer retten. Also, weißt du, man müsste es ja hier wegschneiden und da wegschneiden und dann. Oh, das Ding steht da wirklich voll im Wind. Hm. Ja, im Vergleich, wenn du jetzt darüber guckst, da ist ja hier gerade. Hier hinten ist richtig. Aber es geht leider nicht, weil sie würden wirklich für die Autos ohne Klimaanlage eine neue Form machen. Sehe ich aber auch sogar sinnvoller als den Kasten. Ja, aber das kriegen wir schon hin. So, okay, jetzt haben wir viel gequatscht, noch nichts gemacht. Ich denke mal. Aber interessant, glaube ich, immer für viele. Ja, ja, klar, natürlich. Nee, ist auch so. Gerade so diese Quatscherei ist ja immer cool. Wir gucken jetzt mal als erstes, wie. Müssen wir hier mal rüber gucken? Ja, jetzt wird natürlich ein Problem. Guck mal von hier drauf, Tom. Sieht man so schon. Man muss von hier gucken. Irgendwo auch mal hier rein. Mhm. Das ganze Gebilde. Boah, geil. Wenn wir hier, komme ich ja gerade mit dem Finger zwischen, das heißt, wir können ja erst ab hier auf 89 gehen, ja. Ne? Damit wir mit dem Bogen überhaupt runterkommen. Also doch, wir können eigentlich hier, wo mein Finger ist, würde ich sagen, können wir abschneiden. Welcher Finger? Oder? Also hier kommen wir, meinst du, hier kommen wir mit 76 runter? Warte, wir schneiden es lieber zu viel oder zu weniger? Zu weniger zu viel. Drei abgeschnitten, immer auch zu kurz. Wir fangen mal an und gucken, ob hier 89 passen würde. Das heißt, wir machen folgendes. Hier ist ein 89er Rohr. Das können wir da schön gerade mal draufschauen. So, der Trick abnehmen. Ganz am Ende übrigens kommt dann noch der Moment, wenn wir das Ding verkabeln. Dann positionieren wir nämlich die ganzen Sensoren. Und ich habe Chris schon eine Liste geschickt, was ich gerne alles messen würde, weil wir werden das alles durchmessen. Komplett. Machst du auch wieder vor und nachher? Alles. Druck vorher, nachher, Temperatur vorher, nachher. Druck vorher, volles Programm. So, ich würde ihn so positionieren. Und jetzt sehen wir ja, dass, also hier, kannst du da mal einen Strich machen? Achso, nee, brauchen wir keinen Strich. Wir sehen genau da, wo es bündig ist. Genau da, wo es bündig ist, können wir auf 89 sein. So, genau hier, wo es bündig ist, können wir auf 89 sein.
Das heißt, ein Zentimeter, ja, ich würde es ein bisschen nach hinten machen. Mhm. So war es drin. Das heißt, normalerweise so. Aber da wir ja erstmal kein Risiko eingehen wollen, würde ich sagen, lassen wir mal einen Zentimeter mehr. So, zeichne mal da hinten jetzt an. Hier. So, jetzt würde ich allerdings ein bisschen Luft lassen. Wobei, das kann ich auch auf der Säge gleich machen. Ich säge das einfach mal kurz ab. Ja, die Sonne geht auf. Geil. In den Mantel. Geil, Alter. Da muss ich das ihr Objektiv ja an der Schlafung jetzt zeigen. Ja. Boah, Chef, Alter. Ja, vor allem, die sind so richtig gut im Zustand, die Dinger. Ich überlege, was schlimmer ist. Unsere Arbeitskleidung oder unsere Arbeitsschuhe. Eine Stelle, wo das auch saueng ist, ist, wenn du da so durchfilmst. Wir haben ja auf jedem Zylinder einen Abgastemperatursensor. Oh, jo. Da ist es auch ziemlich eng. Aber so passt das. Steht schon zornig drin, das Rohr. Eigentlich so, lass einen Trichter drauf fertig, ne? So, jetzt ganz wichtig bei uns ist immer, wir schweißen immer Stück für Stück durch und verschleifen das von innen. Das werden wir gleich einmal machen. Das heißt, wir gucken jetzt nur, ob das so bleiben kann und wie, wo man mit welchem Bogen hier weitergeht. Und dann geht's weiter hier. Aber ist ja jetzt gerade wieder länger geworden als eben? Ich geh mal das angeschweißte Ding ab. Doch, sind aber 6,5. 6. Kurz wieder 10 Seelen sammeln. Ja, also, ist jetzt nicht so, dass auf einmal 8 sind, ne? Okay. Ich habe aber eine Idee. Die wird dir zwar nicht gefallen, aber ich finde sie eh geiler. Diesen hier. Umschweißen? Nee, das ist jetzt, keine Ahnung, warum das so gekommen ist. Den gibt es jetzt in Kunststoff. Die Repros davon müssen Kunststoff sein. Kunststoff eh nicht so geil. Wenn wir aus Alu nehmen, können wir anwelden, was wir wollen. Dann können wir ja ohne Probleme hier rausgehen, weil der Wasserbehälter wird ja hier sitzen. Das heißt, weißt du, was soll ich hier für ein Looping legen? Mhm. Der wird wahrscheinlich flow-technisch so gerade reingehen. Aber dann machen wir da flow-technisch einen kleinen Bogen ran. Nächster Sohn heißt Flowway an. Weißt du, weil wenn wir mit dem Bogen einfach so ein ganz bisschen nach oben gehen, dann passt er jetzt schon. Also, Herr Wotzny, okay, wir können ihm natürlich den 1 cm können wir ihm noch geben, wobei eigentlich nicht, weil, wie gesagt, ich gehe eh dahin. Das heißt, wir werden es hier eh umschweißen, weil ich habe ja gar keinen Bock, hier so eine Schlaufe als Schlauch zu legen. Ja. Ich lege jetzt ja nicht den Schlauch hier so durch. Mhm. Macht ja gar keinen Sinn. Eigentlich macht es gar keinen Sinn, weil nachher hast du hier wieder die tiefste Stelle. Eigentlich soll er ja eh so ansaugen. Also nee, wir nehmen einfach den Aluflansch, der ist zwar ein Tucken schwerer als Kunststoff, aber ich habe bisher immer Alu gehabt. Ist auch besser, dann kann er nicht reißen, plätzen, wie auch immer. Mhm. Nicht, dass hier bei 3 Bar Wasserdruck das Plastikding reißt. Das heißt, wir können es so lassen. Und jetzt müssen wir nur gucken, wo wir das hier basteln. Wobei, wenn wir das so lassen, dann können wir uns das Leben auch einfach machen. Und du kannst den hier bitte einmal kurz anpumpen. Aber es sitzt schön drin, das Rohr, Alter. Das ist wie jeder Seite 5 mm. Das gefällt mir sonst so. Ja, pass auf. Jetzt müssen wir einmal unseren Referenzschlossträger nehmen. Guck mal hier, das ist ja 89. Also das Beste der Gefühle ist leider wirklich hier. Ne? Mhm. Weil, also bündig mit der. Genau, da fängt der Wasserkühler an. Weil nämlich von hier der Schlauch ja auch so drauf geht. Das heißt, wir müssen leider wirklich ganz hier ran. Mhm. Möchtest du vielleicht vorher den da durchstecken? Passt nicht. Ein bisschen rein. Pass auf. Also, wir haben jetzt ja gerade festgestellt, wir müssen leider hier hin. So. Das heißt, auch hier werden wir eigentlich so mit dem Bogen rauskommen. Damit wir hier anliegen, kommen wir ganz gut mit dem 30er so Pi mal Daumen hin. Oder auch nicht. Muss sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Wenn wir den ein bisschen kürzer machen. Sieht saftig aus, Alter, wenn die Sonne da so lang geht. Ich befürchte nur, das wird echt mit Schlossträger eng. Aber egal, können wir nur so. Ja, guck mal, wenn wir jetzt müssen weiter hochgehen und der kommt woanders raus, dann müssen wir es einstellen. Weißt du, weil hier so mit einem 30er können wir jetzt nämlich hier schon gerade auf den Dings gehen. Mhm. Ja, aber das glaube ich. Doch, genau.
Ja, was ist mit Rostreger? Ja, doch, er kommt ja jetzt. Ich gehe jetzt von hier aus. Der Kühler sitzt ja ein bisschen weiter nach da. Er sitzt, siehst du ja hier, ne? Guck mal, hier kommt ja noch der Lüfter. Also der lag hier an dem Plastik an. Ja. Das heißt, hier fängt der Kühler an. Das heißt, wir sind schon davor. Das geht schon. Dass wir hier wieder so ein passendes Rohr rumstehen haben. Jetzt passt das echt so gut? Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich muss gerade mal von der Theorie her überlegen, wie wir es zusammenbauen. Wobei, du könntest theoretisch auch den links mit Ansaugschlauch rausziehen. Ja, genau. Also wenn er hier getrennt ist, kriegt man den ja ohne Probleme so raus. Hier wird es sogar gar nicht getrennt raus. Weil das Ding kommt auf jeden Fall dran, nachdem der Schlossträger drin ist. Also erst Schlossträger dran, dann kommt ja, das... Ja, okay, nee, dann geht's nicht. So, das heißt, idealerweise würde hier einfach... Also hier ist ja kein Druck hinter, das heißt, hier reicht ja später... Übertrieben gesagt, kriegst du ja den Schlauch hier mit der Schelle fest. Mhm. Das heißt, ich glaube, es reicht, wenn hier... Also das, so viel brauchen wir gar nicht. Da können wir die Hälfte wieder von abschneiden. Da muss ja nur wirklich ein ganz kleiner Schlauch. Also idealerweise hier ein Schlauch und da ein Schlauch. Und dann drückt man den Trichter von außen am Ende nur gegen. Das ist, glaube ich, das Beste. So, und das heißt, wir sind ziemlich genau, also wirklich genau so. Doch, so gefällt mir das. Pass auf. Und dann, das brauchen wir gar nicht mehr, das bauen wir jetzt einfach so. Ich finde, das sieht gut aus. Also das Einzige ist, wir sind halt relativ weit hier in dem Bogen schon, ne? Ich würde vorschlagen, wir machen ihn, was hältst du davon, wenn wir einen Zentimeter kürzer machen? Das Rohr? Hm? Wobei, nee, wir brauchen das Rohr gar nicht einen Zentimeter kürzer machen. Wir können einfach mehr abschneiden. Nee, wir machen einfach... Du musst ja auch den genau, die. Wir brauchen ja zwei von. Hinter die ist. Hinter mir. Wo wollen wir die positionieren? Jetzt müssen wir überlegen, wo es am besten ist. Von der Theorie her würde ich ihn ehrlich gesagt relativ weit hier schon positionieren. Ich kann mal da was einmachen, ne? Weil dann kann man Motor besser ein- und ausbauen. Ja. Und ich kann zur Not auch einfach so fahren. Also, aber wie viel? Eher 5 oder eher 10 mm kürzer? Pass auf, wir machen es folgendes. Wozni schweißt den hier schon mal durch. Mhm. Dann kann ich ihn eh dremeln und ich baue in der Zeit den. Nur erstmal den Trichter ans Gradstück oder was? Dass du noch drehen kannst? Ja. Nur hier drin. Ja gut, auf der Seite hier wird der Trichter schöner stehen. Ne? Hier kannst du ihn einfach reinwerfen. Also, der Plan ist, bevor wir hier weiterbauen können, müssen wir hier drin verschleifen, nachdem Tom das geschweißt hat. Das heißt, du musst sogar leider hier nochmal aufmachen. Ja. Da auf, dann die erste Naht, dann mache ich glatt, dann den Trichter ran und in der Zeit bauen wir einmal Schloss her. Meine Empfehlung zum Aluschleifen ist definitiv immer diese Aufnahmen einfach mit dem Schleifband. Kostenapfel und Ei kann man relativ einfach immer tauschen und die in einer 40er oder 60er Körnung nehmen auch richtig was weg. So, dann schleife ich da immer einmal damit durch. So, das war Schleifvorgang Nummer 1. Tschungel. Und anschließend einfach eine Schleifrolle. Eigentlich darf man die gar nicht hier drin einspannen, weil der Durchmesser zu groß ist. Durchmesser mal Drehzahl ist halt ziemlich wild, weil wir können hier die Drehzahl nicht runterregeln. Aber das gibt wenigstens Saft hier. Jawohl. So, da mal. Ui. Da ist nichts mehr. Hm. Jetzt noch die Seite. Ist halt echt krass, was so ein 40er Schleifpapier an Alu ratzfatz wegnimmt. Jo, krass. Und das machen wir halt wirklich bei jedem Übergang. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, warum das immer so lange dauert, so Rohre zu bauen. Man muss wirklich jeden Übergang schleifen, schön machen und dann erst kann das nächste Ding dran. Das dauert halt immer. Ready! Eine Ewigkeit später.
Also, hier haben wir jetzt unsere Pipe. 76, 89, ein Bogen. Hier kommt der Silly drauf. Und dann geht's weiter. Also das Ganze sitzt dann im Auto am Ende ungefähr so. Und das ist dann auch schon die ganze Ansaugung. Bisschen wie so eine Tröte. Aber Tom, also so langsam fühlt sich auch zu wohl hier, oder? Ja, einer muss ja mal sitzen. Schon Bürostuhl rausgeholt, ja. Morgen muss ein Büro auf dem Boden sitzen. So. Geil. Nur doch einfach so lassen hier. Der Gerät hier noch vor? Das ist noch gar nicht so falsch. So, pass auf hier, guckt mal von oben drauf. Also wir sind wirklich nicht schlecht. Wir müssen nur den Bogen minimal im Radius beschneiden. Und dann würde ich ehrlich gesagt, glaube ich, noch nicht mal einen Ring drauf schweißen, sondern würde eher den Silikonschlauch einfach draufstecken. So, die Frage ist aber, erst müsst ihr jetzt mal mitentscheiden. Die Frage ist, wie wir es am Ende optisch finden, wenn der Trichter halt so steht. Also, wenn hier Luft ist. Aber du kannst es eh nicht sehen, weil die Stoßstange davor ist, ne? Mhm. Ja, du wolltest es schon mal gerade haben, ne? Ja. Also weil bis, also mich stört gerade dieses Loch hier. Hier, ne? Dass er da quasi nicht anliegt. Warum liegt der da eigentlich an? Warum liegt der jetzt gerade an? Weil jetzt gerade noch der Bogen hier im Weg ist. Ist der Bogen im Weg, ne? Habe ich auch gerade gedacht. Okay, dann müssen wir als erstes den Bogen ein bisschen kürzen. Okay, wir wollten hier zu parallel. Hast du was zum Messen? Nee. Oh. Ich liebe diese kessischen Markierungen. Das Problem ist, die passen am Ende leider auch. Wenn wir das so machen würden, könntest du jetzt alles nochmal neu bauen, ne? Ich hab kurz überlegt. Wenn ich schon sehe, wie er den so anpeilt. Ich hab kurz überlegt, ob ich freie Hand einfach anzeige. Das würde mir am Ende keiner glauben, wenn ich den da so ranfrickle. Ich hab ihn noch nie am Schieber diesen Tiefmesser benutzt. Ich glaube, er hat den abgeflext. Ich glaube, den hat er seinen Schieber. Was ist ein Messschieber? So, also ich würde mir jetzt tatsächlich, weil wenn ich ehrlich bin, eigentlich passt er hier so ganz gut. Also doch, wir könnten hier so ein bisschen auch wegnehmen. Dann brauchen wir da auch ein bisschen mehr. Und dann kommen wir mit dem Trichter eh, also weißt du, der Trichter steht dann da so weit drin, dass da gar nichts mehr... Ja, vor allem von hier, wie soll ich irgendwas sehen? Ja, du kannst auch abziehen. Wie abziehen? Du hast einen Daumen. Vor allem, du hast auch noch innen. Man guckst jetzt durchs Alu durch? Oder? Ah, nee, jetzt außen. Bei innen, innen. Nein. Ich dachte, jetzt innen. Nee, also, dafür sind doch diese kleinen Stufen hier. Den kannst du hier ranhalten. Nee, ja, dann ziehst okay, du die zweite Stufe und jetzt habe ich die zweite Stufe hier markiert. Mach, alles gut. Du musst jetzt durchs Alu durch. Loch bohren zum Gucken, weißt du. Das wäre geil. Das wäre jetzt wirklich. Alter, wenn ich jetzt. Aber warte mal, aber die Idee wäre wirklich gar nicht so schlecht gewesen, weil ich hätte jetzt gerade hier so ein Loch bohren können und hätte dann daran lang flexen können, ne? Oh Mann. Ja, ich muss auch los jetzt. Ich hoffe. Das reicht schon. Bitte bleiben. Ja. Brauche ich mal einmal meinen Akkuflex hier. Hier liegt sie. Zu viel Power. So, okay, also wir haben es ziemlich geil gerade abgeschnitten, würde ich mal behaupten. Das heißt, wir können uns jetzt überlegen, ob wir da noch einen Ring zwischensetzen. Oder nicht. Also Montagereihenfolge ist erst den Silikonschlauch und jetzt zum Schluss einfach nur noch klack. Stich davor. Jetzt brauche ich sogar das Luftgitter gar nicht mehr festmachen, weil das hält sich automatisch. Ein guter Kack auf dem Flugplatz auf, ne? Ja, wobei woher? Stimmt, es wirbelt ja keiner auf eigentlich.
So, wenn du jemand hinterher fährst, Katastrophe. Ja, das ist Katastrophe. Ich kann es zwar nicht da ausbauen. Also, wenn einer vor mir ist, wenn. Und wenn einer vor mir ist, kannst du vom Gas gehen. Also, na so, ja, wir machen hier natürlich noch einen Sieg vor, ne? Ja, muss Marius ja nur Sieg mitbringen. Also jetzt, ich kann schon mal wieder 2 Portionen Nudeln näher geben. Muss das Live halt wieder. Weil wir müssen auf jeden Fall zwei müssen wir drauf. Okay, also, wir müssen es an der Stelle hier minimal kürzer machen. Das machen wir jetzt noch und dann zeigen wir euch das Ergebnis. So, eine Seite ist fertig. Zieht es euch rein. Guckt euch an, wie geil das aussieht. Der Gerät. Jetzt guckt man auch nicht mehr so auf den Schlauch, guckt hier schön rein. Ich kann gefühlt Turbolader-Spiel mit meiner Hand messen. Auch so, wenn ihr hier von der Seite reinguckt. Es wird bestimmt den einen oder anderen Kommentar jetzt geben, den nehme ich euch schon mal vorweg, mit Alu unter den Krümmer. Das wird doch heiß. Dazu kann ich gleich sagen, es wird eh heiß da. Alu funktioniert, hatte ich bisher immer. Das war schon immer so eng. Normalerweise ist das sogar noch enger. Ich ziehe am Ende einfach einen so einen Alu-Schutz über das ganze Rohr rüber und schon ist da keine Probleme. Weil wir reden jetzt ja nicht von einem Auto hier, was auf der Autobahn steht, mit heißem Motor, sondern reines Eventauto. Da ist eher wichtig, dass die Ansaugseite gut funktioniert, weil man unterschätzt immer, wie stark die Ansaugseite doch Einfluss hat auf die Ansauglufttemperatur, die aus dem Turbolader rauskommt. Deswegen, ja, nee, so finde ich das schon geil. So, wir zerlegen das noch einmal für euch, dann könnt ihr euch noch einmal im Ganzen angucken. Mit 2 Schläuchen zwischen. Dann kann man nämlich das Ganze auch relativ entspannt ein- und ausbauen. Jawohl. So, in Summe, lasst mich kurz gucken, das ist so da drin. So. So. Dann legen wir den nochmal durch. Zack. So ungefähr sitzt das immer drin. Und das ist es auch schon. Das Ganze wird jetzt am Ende auf jeden Fall eloxiert. Ich denke, wir sind mit dieser Ansaugung sehr, sehr nah am Ideal, was man ansaugtechnisch machen kann. Wir haben Fahrtwind, wir haben kalte Luft, wir haben eine gerade Ansaugung. Wir haben keine Drossel. Deswegen, ich würde sagen, wir machen jetzt ganz entspannt ohne Kamera die andere Seite fertig. Und im nächsten Video kommt der Motor hier nämlich wieder raus, weil dann bauen wir nämlich einen Motorhalter. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, unsere Bastelstunde und ein bisschen dummes Geschwafel hat euch gut gefallen.